Hallo liebe Strategiefreunde und Fire Emblem Fans, weiter geht's hier mit Shadow Dragon und kurz mal wieder reinfinden, wo waren wir denn, aber ich glaube, wir haben nichts mehr viel zu tun, wir wollten bloß noch ein paar Erfahrungspunkte verteilen und ein bisschen shoppen wollten wir noch, ne, genau, der Dieb hat sich gerade auf den Weg gemacht, mit der Silberkarte hier mal die Läden zu besuchen und sie war bereit, den denn zu killen, ne, bloß dafür brauchten wir auch noch eine andere Strategie, wie zum Beispiel den Mage dahin schicken oder, warte mal, war das sie? Ne, wen wollte ich denn... Verdammt, wen wollte ich nochmal dahin schicken, dass er den Dicken da schwächt? Und hier wollten wir noch ein Level abholen, ne? Genau, mit der Arena. Okay. Und hier brauchen wir nichts mehr. Ich glaube, das war's dann erstmal. So. So, Marv. Was machst denn du? Ey, imitier mal Marv. Ey, geht der wirklich? Ist ja geil. So. Erstmal voll zum Lord gemacht. Susu. Voll geil. Einfach mal zwei Marvs. Wir können das ja einsetzen jetzt, aber... Nee, so. Du probierst doch mal dein Glück jetzt. Arena, was willst du, Mann? So, 1000... Oh, 810 passt. Ist ja geil. 810 nur. Du gehst bis zur Entscheidung, Mann! Oh, der war so klar gegen den Magier, wisst ihr? Mit 12 Damage, aber okay, ich, bin zu fett. Zack! War ein Bischof, oder? Na, der hat auch Erfahrungspunkte gebracht. So, Level 4. Okay, gut. Ja, gut gecatcht, Mann. So, nee, das war's. Mehr wird jetzt erstmal nicht hier gemacht. Jetzt wird nur noch geshoppt. Ich muss gerade echt mal gucken, was wir im Vorrat haben. Was braucht man denn überhaupt an Waffen? Ich gebe mal kurz das Eisenschwert ab. So, nehmen. Schwerter. Ich hab so... Alter! Schwerter braucht man nicht gar nicht. Stahlschwert auch total viel. Silberschwerter, Schnitter und Rapiere. Vampire, ne? So, Eisenlanzen, Stahllanzen, Silberlanzen, ja, auch sehr gut, Flügelsperr und ja. Und ja, Äxte, da brauche ich eigentlich nachgucken. Bogen haben wir auch, reicht komplett aus, Mann. Das reicht auch alles noch aus. Ey, die muss ich gar nicht einkaufen. Ich brauche gar nichts. Vielleicht nochmal, Teleport gibt's ja nicht zu kaufen. Vielleicht nochmal, ne, Pfleger gibt's auch ganz viel. Hier haben wir auch noch so einen ganzen Kram hier. Ach, Mensch. Viel zu viele Sachen. So, machen wir den Rapier noch kaputt. Oder fusionier ihn mal, das geht erst später. Na ja, gut. Marv ist auch bei Level 20. Achso, warte mal, genau, Marv. Genau, Marv sollte ja denn schwächen. Stimmt, ich erinnere mich. Und er kann immer wieder versuchen, bis er noch eventuell ein Level abkriegt, ne? Wenn er trifft, solange hat er noch Zeit. Ja, sorry, dass sich jetzt so blöd hinzieht, aber ich würde halt sehr gerne die Erfahrungspunkte gut aufteilen. Oh, sie ist auch schon so mega gut, ey. Das war auch schon krass, ne? Genau, sie schwächt ihn mal mit. Genau. So wollte ich das ja machen. Aber sie macht den Gnadenstoß. Könnte durchaus sein, dass er halt 60 Erfahrungspunkte bringt. So. Und so ist alles cool wieder. Jetzt kommen wir ein bisschen hier, let's los. So. Wo Marv? Der echte Marv? Verdammt. Zane, okay. Echter Marv. Helfen. Typi mit den Moneten. Trotzdem mal in den Laden gucken. Vielleicht gibt es da Meisterwaffen, die sind natürlich sehr cool. Die will ich dann aber doch mal benutzen. Meister Weapon. So, hier wieder sein Lucky Shot hier. Mal gucken. Floppy! Es kann nicht immer klappen bei einer Trefferchance von 30%, ne? Vielleicht jetzt Zico einfach ganz dreist, ne, das lieber nicht. Ganz dreist so seine letzten Waffen da einsetzen. Der hatte bloß von ihm hat er bloß noch 2 Schuss, ne? Ne, immer noch 3, okay. Pfeilhagel zum Beispiel würde 1 Schaden machen. Blitzstrahl ist richtig krass, aber muss treffen. Ach, nee. Vielleicht, wenn noch einmal Steinhagel trifft, weil dann müsste ich ja bloß noch einen richtigen Treffer landen. Und dann wird er wieder ein Level abkriegen. Aber naja, erstmal nicht so. Das reicht hoch. Level 4, was soll das? Reicht. So, Ehrenreiter war schon Level 19, ne? Sorry, kurz mal. Ja, genau. Voll übel. So, die Heilerin. Ich komme. Ach ja, du sollst mal... Setz mal nochmal Pokativ ein. Auf Marv. Zack. Gönn. Bitte. Oh. Ja, genau. Vielleicht holt mir nochmal Pokativ. So, kurz mal gucken hier. Händler. Was willst du denn, Mann? Oh, alles reduziert. Ach stimmt ja, oh, hier so viele geile Waffen. Boah, hol ich mir aber das nochmal. Obwohl ich es ja nicht brauche, Mann. Das ist viel zu viel. So, hier warten wir noch die Truppe wartet hier noch. Alles klar. Lass mal ein bisschen hinmachen hier, ein bisschen Lack machen. So, mach los. Ich renne. Okay, Marv ist gleich da. Lucky Shot. Ein Versuch ist es wert, Junge. Yeah, gut gemacht. So, nee, müsste noch einen Treffer und der wäre trotzdem nicht ein Level up. Der müsste noch 2 Treffer machen. Gibt's doch nicht. So. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz hier nach. Was war hier nochmal? Okay, Erholung.
Das ist halt auch verdammt geil, ne? Hol ich einfach mal so Türschlüssel. Vielleicht auch mal ein Tierschlüssel für den Stall. Ne, Türschlüssel hol ich mal ein. Weil vielleicht irgendwann mal einem Reiter oder so geben, dass man nicht auf den Dieb so angewiesen ist. Ja, und Pflege habe ich eigentlich genug. So, wir haben ja gerade mal 2 Stabnutzer, weißt du? Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass das Geld nicht so verschwendet wird. Aber vielleicht verkaufe ich auch mal was. Habe ich auch noch nie gemacht in Fire Emblem Teilen, dass ich einfach so sage, ja, jetzt die ganzen Eisenwaffen brauche ich alle nicht mehr. Weg damit. Inzwischen eher wieder, ich bin wieder da, Mann! So. Wie würde es denn aussehen, Marth? Bist du denn cool? Marth ist mega cool. Macht 18 Damage. 18 Schaden. Sie macht dann, wenn es gut ist, nochmal 16 Schaden. 16 plus 18 sind 34. Oh, das ist schon 34. Ja, und dann würde sie halt ganz einfach mit einem Panzerbrecher, ne? Ja, den muss sie aber treffen. Gibt es irgendwie die höhere Trefferchance? Ja, doch, okay, das würde so klappen. Gut, dann machen wir das einfach mal. Aber erst noch Lucky Shot, ne? Erstmal, obwohl, wenn er trifft, ist er genau tot. Ja, dann vielleicht warten wir einfach noch eine Runde länger, ne? Alter, hat wieder getroffen! Geil! Oh, kurz vor dem Level ab. Ne, da muss ich nochmal eine Runde warten. Dass ich dann wirklich nochmal richtig treffe hier. So, was hat der jetzt für Waffen? Ich kaufe nur Meisterdinger, wenn du welche hast. Oh, ah ja, Langspeere, die bräuchte ich. Und nochmal ein Flügelspeer. Nee, der reicht den eben, den ich hab. So, Langspeere nochmal. 2 Stück, die sind gut und wichtig. Was machst du hier inzwischen? So, jetzt auch mal lang. So, okay. Ja, es wusst, wusst. Jetzt wird er aber nicht mehr treffen. Das ist ja das Blöde jetzt, ey. Alter, wäre so cool, wenn er es nochmal trifft. Obwohl, jetzt könnte ich ja eigentlich dann doch mal. Ja, komm. Ja, komm, Flammenwind. Haben wir den Opus noch 3-mal. So. Aber das bringt einen Level für den guten Jackie. Oh yeah. Level 15. Sehr gut. Hat er schon die Hälfte seines Level Maximums erreicht. So, also wie gesagt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann müsste er, vor allem wenn Marth jetzt keinen Quatsch macht mit irgendwelchen Crits oder so, müsste das erledigt sein. Halt, warte mal. Die kann sich daneben hinstellen, ne? Ja gut, oh. Mal gucken, nicht, dass ich jetzt den Weg versperrt hätte. So, Silberschwert. Do it, Marth. Du alte Sau. So. Alter, was willst du? Oh. So, jetzt macht sie genau 16 Schaden, denn, ne? Doch, 16 Schaden. Oh Mann, du darfst aber auch nicht kritten. Machen wir lieber mal so, das sind dann 8 Schaden. Ja. Dann hat der Typ noch 10 halt. Nee, ich will, dass die hohe Prozentchance, die soll nur einmal angreifen können. So, jetzt mal bitte nicht kritten. Bitte nicht. Yes. Yes. So, noch ein bisschen. Alles klar, Leute, dann haben wir jetzt heute noch einen Schwertmeister. Finde ich ja geil. So, Silberschwert, 96%. Sagt tschüss, du Affe. Yeah. Oh, General Gamus, der Rest liegt in euren Händen. Down. Oh yeah! 60 Erfahrungspunkte gekriegt. Level 20. Oh. Und Drakoschild bekommen. So, der wird gleich mal eingelagert. Ne? So, zum Vorrat geschickt. Wir haben es geschafft. Wir haben die noch ein Level abgekriegt, alle. Richtig cool. So, letzter Laden. So, guten Tag. Wo sind denn deine ganzen Meisterdinger hier? Ich brauch den Quatsch. Ich hab zu viel. Nee, dann nö. Dann will ich nichts mehr waiten. So, okay. Ach, ist das schön. Und guckt euch Zane an, der freut sich auch, obwohl er bald sterben muss. Gut, dann vollführen wir noch in dem Kapitel die Verwandlung. So, Vorrat. Ich gebe ab mein. Ich gebe ab wieder den Panzerbrecher, kann ich wieder abgeben. So, und jetzt schönes Meistersiegel. Yeah! Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Oh, Schwertmeister sind so cool. Ein weiblicher Schwertmeister. Die sind selten. Die sind richtig selten. Zack! Und sie sind verdammt sexy. Oh! Krass, Mann! 41 KP! Und so viel Geschwindigkeit und Fähigkeit. Boah, Alter, die wird jetzt nur noch kritten. Kann ich mir richtig vorstellen. Genial. Und sie hat ihre Haare blond gefärbt, als ob sie mir einen Gefallen tun würde wollen. Was war die neue Fähigkeit? Bogen? Nee, was war denn gerade? Verdammt, hab ich jetzt gar nicht gelesen. Was waren gerade die Fähigkeiten? Ach, ich habe ja die Aufnahme gemacht. Guck im nächsten Part nochmal nach, was da stand, ne? So. Hab's ja aufgenommen.
So, Laden hat nichts mehr zu bieten. Arena will ich jetzt auch nicht überstrapazieren. Ist alles soweit in Ordnung. Es kommen noch viele, viele Kapitel mit vielen, vielen Gegnern. Ist alles soweit in Ordnung. So, besetzen. Zum nächsten Kapitel. Oh, da müssen wir jetzt halt aufpassen, dass halt genug Leute sterben, ne? So. Oh, alles klar. Gut gemacht, Sire. Der Feind hat seinen Widerstand aufgegeben. Der Sieg ist unser. Bravo, Marv. Im Namen des Hauses Arcania möchte ich euch meinen herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Ich danke euch, Nina. Aber zum Feiern ist es noch zu früh. Noch haben wir das Schloss nicht befreit. Sire, eure Soldaten sind bereit für den Angriff auf das Schloss. Vielleicht wollt ihr das Wort an sie richten? Wow. Krieger Altheas, tapfere Kameraden und Zuschauer dieses Let's Plays. Es war ein langer Weg, aber endlich haben wir Duluna aus unserer Heimat vertrieben. Mir fehlen die Worte, meinen Dank an euch allen auszudrücken. Ihr habt mir Althea zurückgegeben. Danke. Eine Armee von Feinden hält immer noch mein Schloss besetzt und wir werden sie hinaus befördern. Seid vorsichtig. Alter Feind, ja! Seid vorsichtig da drin, meine Freunde, und macht sie nicht zu schnell fertig. Alles klar. So, damit sind wir in Kapitel 17. Sternenlord! Boah, in Schloss Althea. Was geht ab? Das Bündnis hatte Holstads Ritter besiegt und Althea größtenteils befreit. Das Schloss befand sich jedoch noch in Feindeshand. Der Magierdrache Morzas verschanzte sich in seinen Mauern. Morzas war der Nachfolger General Camus und viel grausamer als dieser. Er ließ viele unschuldige Altheaner wegen Kleinigkeiten hinrichten. Marv war wütend, dass so ein Monster auf dem Thron seines Vaters saß. Ja, da wäre aber auch richtig sauer. So, okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Also, Sternenlord, voll krass. Wir dürfen 12 Einheiten mitnehmen, müssten jetzt genau 15 haben. Gut. Okay, wir haben genau 15, ne? Also 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 3 sind 15. Gut, das heißt, ich muss niemanden mehr umbringen, obwohl ich doch eigentlich lieber ihn hier umbringen möchte. Ich nehme ihn jetzt nochmal mit, nur zum Gucken, was er so kann und so. Ach, bla bla bla, Mann, bist du cool und so. Aber den will ich nicht trainieren. Den Xane, den doch recht androgynen Typen. Tja, Bantu muss überleben und hier, die wird auch mal überleben mit einer schönen Attacke. Und ansonsten haben wir alle schon ausgewählt. Alter, wo geil, Mann! So. Ja, Truppen sind soweit gewählt. Tut mir leid, Zane. Tut mir wirklich leid. Jetzt nochmal Inventar checken. So, Zane, du, gehst mal. Wo ist denn hier? So. Einlagern. Achso, der Laden ist ja woanders. Stimmt ja. So, einlagern. So, er hat seine Waffen hier. Gut. Kommt auch wieder mit, ist ja klar, ne? So, Horace hat auch noch richtig viel ausreichend, reicht alles aus. Ja, vor allem Meister dann geil. So, Merrick ist auch noch super drauf. So, Lena. Lena bekommt immer einen neuen Stab. Einen neuen Purgativ. Teleport reicht noch. Oder Erholung. Wartet mal, ich glaube, ich. Erholung macht halt. Ja, warum nicht? Oder so oft, der bringt ja auch viel mehr Erfahrungspunkte als so ein aller scheiß Pflegestab, wisst ihr? So. So, ein Teleport sowieso. Gucken, ob ich den Teleport wieder schön benutzen kann. Sie hat hier auch noch richtig viel. Ja, Meisterlanze und Langspeer auch. So, Bogen, alles klar. Ein Rapier. Nee, warte mal, den will ich jetzt fusionieren. Fusion. Den Rapier mit dem 20er hier ist, ne? So, haben wir 21. Gut. Der hat die Silberkarte. Ah, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wartet mal, wir sind jetzt, glaube ich, ja doch! Wir sind in dem Kapitel, wo es die Mitgliedskarte gibt für geheime Läden. Also ich muss mal gucken, ob man die in einer Truhe findet und ob die ein Dieb besitzt. Nee. Oh, die Diebe sind hier bei den Truhen! Was soll das denn? Okay, den muss ich wohl leider mit meinem Scharfschützen hier rumballern. Hoffentlich kriegt er ihn auf Anhieb down, das wäre nämlich richtig gut. Das wäre nämlich richtig gut. Richtig, richtig gut. Oder? Nee, die stehen noch nicht an der Wand dran. Verdammt. Okay, das wird übel. Dann kann ich ja schon mal, wartet mal, da sowieso. Hoppala. Da sowieso. Weit hinten. So, der Dieb dann aber auch. Oder ich porte einfach meinen Dieb darin. Ah, nee, nee. Wenn man bloß einen darin porten kann, das sieht sehr ungesund aus. Sagen wir mal so. Ne? Mit dem Meisterbogen. Oh, Meisterbogen. Verdammt, ich, ey. Okay, den musst du vielleicht echt, doch echt eher machen. So, hier auch wieder. Oh, hier wieder einer Schwarm. Verdammt, und hier hat einer. Alter, Mozart, mit der Tempofeder und einem Magiestein. Übel. Der wird also sich auch wieder fett im Drachen verwandeln. So, so. Hier ist die VIP-Karte. Okay, hat also keinen Dieb. Also kann, muss ich mich quasi nicht beeilen, weil die Bischöfe hauen ja nicht ab. Die Diebe hauen nur ab, wenn denn. Okay. Und den kann ich so abknallen mit ihr, wenn ich nachher noch dran bin. Dann kriegen wir die ratzfatz.
Und der Magie-Shop, Leute, befindet sich hier. Ganz gut versteckt. Oh, ihr könnt ja eigentlich auch schon, ihr könnt ja schon sofort Tür aufmachen und hier rein zu dem. Nee, nee. Lieber nicht, da werden die Schätze mitgenommen. Was ist das für eine Map, ey? Das ist ja total krass. Aber okay, so, warte mal, die sowieso so schnell sind, kommen halt ganz nach hinten. So, halt, halt der Dicke muss auch mal. So, genau. Die sind ja, haben sowieso so einen großen Radius. Alles klar. Ey, das ist so cool, Mann. Du bist eine Schwertmeisterin. So. Jetzt trotzdem nochmal kurz. Hat sie denn schöne Schnitterwaffen? Nee, ne? Einen, der fast kaputt ist. Da muss ich ihr einen neuen geben oder einen neuen fusionieren. Nee, wir haben leider keinen angekratzten. Dann, nimm mal einen neuen. Oh ja. So, Zane wird sterben. Dum, 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 bum, bum, bum. Ja, sonst war alles soweit cool, ne? Raffier hat da jetzt einen Silberschnitter und Würmtöter. Unser Dieb hat auch einen Schnitter. Gut. Und dann müsste ich jetzt eigentlich, ja, die Mitgliedskarte soll er dann gleich kriegen. Ach, das wird alles klappen. Wird einfach ins Vorrat gepackt und so. Ach, wartet mal, hier seht ihr. Dann schicke ich einfach mal hier, geht mal weg. So. Okay. Schnitter und Stahlschwert reichen aus. Und was zum Heilen, ist gut. Alles klar, und dann werde ich jetzt mal ins Arsenal. Hallo! Ich verkaufe jetzt ganz viel Mist. Und wer ist der Verkäufer? Der gesamte Vorrat. So. Was wollt ihr denn? Ja, hier so ein ganzer Scheiß hier, Mann. Der braucht doch keine Sau. Vor allem die ganzen Dinger, die kaputt sind. So, einfach mal weg. Ach, halt, warte mal. Nee, ist doch der Vorrat, oder nicht? Oder sind die jetzt Waffen, die getragen werden? Die sind jetzt aber nicht die Waffen, die getragen werden, oder? Nee, okay. Ist bloß ein Rapier hier. Nee, alles klar. Das sind die Waffen, die man halt echt verkaufen kann. Oh Gott, ey, los, alles weg hier. Die ganzen dummen Eisenschwerter, lass mal noch ein paar, lass ich mal übrig. Aber hier, vor allem, der ist auch benutzt. So. Okay. Stahlschwert, nee, die sind halt noch gut. Silberschwert auch, ja, da behalte ich mal alles. Schwerter sind soweit klar, also die Eisenlanzen. Oh, verkaufe ich mal auch die, die kaputt sind. Wir haben auch schon so viele Stahllanzen und Silberlanzen. Nee, da kann ich ruhig noch ein paar mehr weggeben. Wofür auch immer. Ne? Oh, eine Silberlanze, die den Geistball aufgibt. Weg damit. So, ich glaube, hier braucht man aber, wie gesagt, keinen Platz. Aber doch, 200 Sachen kann ich hier sparen, ne? So, Flügelspeer. Na, den kann man noch fusionieren später. Dafür ist er dann doch zu stark. Alter, ist auch viel geil. Die Teufelsaxt. So ein Mist. Vor allem, die gibt 0. Und die gibt auch 0. Warum? Stark, aber der Fluch. Ja, eine herausragende Axt, die unübertroffen ist. Ja, verkuppe ich auch nicht, aber... Ich behalte einfach die Teufelswaffen, weil die schick sind. Oh, was ist das hier? Eisenbogen weg. So, braucht keiner mehr. Dum, ba, bam. So, Leute, muss aber auch mal. So was muss auch mal sein. Dass man ein bisschen aufräumt, ein bisschen Ordnung schafft. Zur Heilung hier, Pflege. Boah, so viel noch, ey. Ja, okay, ich habe dreimal Pflege. Warum mache ich den hier? Der verbraucht das mal weg hier. So, fusionieren muss ich da nicht. Ein Türschlüssel. Achso, ja, soll ich den Türschlüssel vielleicht doch jemandem mitgeben? So, weil die Dinger bringen natürlich die am meisten. Ach ja, die müsste ich vielleicht auch mal wieder. Genau. Okay, dann kümmern wir uns nochmal darum, die jetzt einzusetzen. Also, was haben wir denn? Wir haben... genau, wir haben einen Energietropfen, der die Stärke erhöht. Wer braucht denn den zum Beispiel in unserem richtigen Team? Dem ist auch wirklich was nutzt. Den Dicken hier, war. Nee, nee. Ihn vielleicht. Der hat nur unter 10 und sollte ja gut angreifen können. Sie hat ihn noch. Die Stärke zählt nicht bei den Bäden. Und ihn, naja, mein Gott, der soll jetzt nicht eine Kampfmaschine werden. Der soll mal abstauben können und so, da reicht 10 Angriff, reicht da aus. Muss ich jetzt nicht unbedingt um 2 verstärken. Sie vielleicht, wa? Ja, weil sie ist eine Fernangreiferin, die wird auch, ich mach mal bei ihr das genau. Voilà. Okay, also nochmal Inventar. Nornel bekommt dann erstmal den Eisenbogen weggepackt und kriegt den Energietropfen. Erhöht die Stärke um 2. So. Da, da. Zack, alles klar. So, dann haben wir noch so ein Resistenzding. Weil die Resistenz erhöht, da habe ich euch ja schon erzählt, ne, dass jetzt fragwürdig ist, wem erhöht man jetzt die Resistenz? Ihm hier oder was? Toll, hat er 3. Ist doch doof. Und die ganzen Nuller, die kommen auch nicht in Frage. Dann würde er halt echt doch sagen, hier irgendwie die Bäden. Einen von dem, doch vielleicht Merrick, dass der halt gegen Magier noch krasser vortreten kann. So, die sind ja eh alle bald tot. Oh, der hat aber schon hohe Resistenz, ey. Zane, cool, ja, der kopiert das sowieso alles. Später, der ist, oh, wenn er sowieso im Grab ist, dann macht er gar nichts mehr. Ja, dann kriegt das Merrick, würde ich mal behaupten. Oder doch sie? Dann mache ich sie halt richtig stark. Die wird Merrick sowieso, egal was ich mache, die wird immer am meisten haben. Und warum du dich einfach mal auf Teufel komm raus machen? Hier, er. Weil dann kann sie mal als fette Chuchit immer dienen. Das ist ja sowieso die Heilerin. Ja, 10. Ja, ist halt.
Und sorry, dass ihr das so lange dauert. Ich mach den Part jetzt noch. Ich mach den jetzt noch den restlichen Part. Mache ich hier noch alle Tiere klar, dass wir beim nächsten Mal direkt loslegen können. Aber ich finde irgendwie, das ist wichtig, dass ihr auch hier meine Überlegungen kritisieren könnt. Ja. Ich gebe das Merrick. Ja, dann hat er kommen. Obwohl ich nicht weiß, wie sein Wachstum da gerade ist, weiß ich gerade nicht. Sie ist wirklich sowieso mega. Ja, dann mach ich halt. Oder ich warte damit, bis ich halt in Kapitel 17x meinen dritten Magier bekomme, meinen Zauberer. Und da werde ich mal gucken, wie viel Resistenz der hat. Genau, so meint ihr erstmal damit. Ich muss jetzt aber trotzdem mal nochmal eins kurz gucken. Verdammt. Ich muss jetzt trotzdem nochmal eins kurz gucken, was, Mensch, verdammt. Was ich hier nochmal hatte. Hier, genau. Resistenz. Ach ja, Waffenschrift. Genau, da wollte ich ja warten, ne? Bis wegen der Aura. So, Verteidigung haben wir noch. Okay. Mal dein Silberschwert wieder her. Wo ist es? Hier. So. Also, wer braucht denn noch Verteidigung? Die Typen ja alle nicht. Die sind doch so krass, Mann. Er hier ist vielleicht ein bisschen schwächelig und er wird ja öfter angegriffen, wenn er die. Wie gesagt, der soll eigentlich im Grunde soll der von allen immer rausgehalten werden. So übertrieben wie gesagt. Der soll klauen, der soll ein bisschen sneaky sein und so. Ich hab hier meine ganzen anderen Fetten. Ja, okay. Und hier macht den Kohl auch nicht mehr fett. Ich glaube, ihr gibt ihr so, ja. Doch, die ist eine richtig krasse, die soll immer nah am Geschehen sein. Obwohl die beiden ja auch, aber die entwickeln sich ja noch weiter. Und haben dadurch dann irgendwann später noch ein besseres Wachstum von Verteidigung, gehe ich mal davon aus, wenn sie erstmal Rittmeister sind. Er hier sowieso, ach, der ist sowieso zu stark. Und sie, naja, ist auf der Ferne und sowas alles. Nee, ich dann, so. Dann mache ich ihr mal die Verteidigung auf 13. Dum, dum. So, geben, kurz mal den Schitter. So, nehmen. So, im Grunde macht das sowieso nicht mehr wirklich viel aus und sowas alles. Zack, sehr schön. Kann es auch mal ein bisschen ungeschützt dastehen. So, dann nimm dir einfach mal ein Heilmittel, wa? Hat der jetzt genug Waffen wieder? So, alles klar. Okay, Leute. Waffenlevel, wie gesagt, Waffenlevel wollte ich hier warten, bis sie mit dem Dingsrang. Rang, warte mal, Weg D, das ist ja Rang C. Warte, was brauchen wir nochmal? Was brauchen wir nochmal? Diese Waffe Aura, die braucht nochmal was? Oh, ups, sorry. Aura braucht B. Ach du Scheiße. Da muss ich so lange trainieren, bis der Level C ist und dann schnell Waffenschrift und dann ist er halt B. Und dann kann man Aura noch probieren und testen. Hoffentlich klappt das. Na dann, so, Bantu, was willst du? Bantu, du kommst erst später zum Einsatz, ne? Auch wenn wir jetzt ja gerade wieder gegen so ein Ordet 4 catchen. Nein, später, erst in Kapitel 19. Ach, sind weit weg. So, wenn wir jetzt ihn dann töten, haben wir genau 14 Einheiten. Dann kommt die Bonusmission und dann kommt ein geiler Zauberer. Ich bin gespannt, ich hoffe, den krieg ich auch. So, sehr schön. Ey, das ist so cool. Schwertmeister, ich liebe Schwertmeister. Neben Druiden ganz besonders. Also, oder hier in dem Fall neben Zauberer. Druiden und Schwertmeister sind richtig cool. Und die Dicken sind auch cool. Ach, das waren coole Memories. So, aber okay. Leute, das war's. Ich speichere mal. Wir haben jetzt soweit alles vorbereitet. Dann können wir beim nächsten Mal direkt loslegen. Oder schmiede ich nochmal ein bisschen? Warte, nochmal kurz schmieden. Hallo! Schmieden. Na gut. Wissen wir für denn? Machen wir einfach mal aus Spaß. Gehen wir einfach jetzt mal ihren fetten Schnitter. Mal gucken, was das macht. Mach mal den Schnitter hier. Crit-Chance. Hier, Crit. Was, nur 2000 nur? Und so. Alter, von vornherein eine 50%ige Crit-Chance. Alter, wie so teuer. Minus. Was? Minus? Ah, minus 20. Achso, das schwächter mache ich ohne, okay. Ne, warte, hat Crit-Chance von 20. Dann erhöhen wir das einfach mal um 5. So, oder um 10. Machen wir einfach mal. Ja, hauen wir mal raus. Um 10. Einfach mal erhöht. Okay. Also mit ihren was? Ach, ist ja geil. Den kann man sogar einen Namen eingravieren. Groß, normal. Was zur Hölle? Okay, dann machen wir normal, wa? So, normal. Die nennt das jetzt. Ich nenne den Schwert jetzt Schlitzer. Das haben wir natürlich schon SCH da, weil es ja. So, warte. So. Das ist ja lustig. Habe ich noch nie ausprobiert. Wie gesagt, weil ist eigentlich nicht so nötig. So. Oh, das er ist schon da. Aber trotzdem. Schlitzer. So, mit Ausrufezeichen oder mit irgendeinem coolen Zeichen hier. Da gibt's dann nee. Gibt's hier irgendwo ein Hoch 3? So ein kleines Hoch 3? Nee, ne? Wäre auch cool. So, alles klar. Zack. Schnitzer. Fertig. Ist das geil, Mann. Vielen Dank. So, jetzt hat sie. Was, schmieden geht nicht mehr? Kann man nur einmal schmieden? Okay. So, jetzt aber wirklich, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass das jetzt wieder so lange Vorbereitung war, aber ich fand das halt wichtig. Und, ja. Bis zum nächsten Part in Kapitel 17. Ciao.